Ich wollte mal sehen, was der Faulpelzer treibt. Wie geht's, Boozman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Boozer. Hey. Du darfst hier nicht rein, Deacon. Hey, was ist hier los? Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich hab das Antibiotikum nicht genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, ich wenn ich... Ich sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Okay. In Ordnung. Nein, es muss noch irgendetwas geben, das ich tun kann. Ich könnte... Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen... Eddie, ich kann... Deke, mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Bitte... Geh nach Hause. Du schaffst das. Geh nach Hause, Deacon. Dick. Und... Schafft er es? Ja, Schisso, er wird wieder. Ja, er braucht ich hasse dich. Ich werde dich ewig und drei Tage hassen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Farewell am Flughafen gearbeitet hat, beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut. Lass uns drinnen reden. Okay, er hat wirklich Jenny gequatscht. Dieser Drifter, er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff, gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... ja, Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheißdrifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Ich mag ihn immer noch nicht. Woran könnte das nur liegen? Ja, Skizzo, auf dich können wir immer zählen. Oh, Scheiße. Und jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch rumzuhängen. Kurz mit Ricky quatschen.
Jemand hat. Ja, Schatz. Definitiv und das noch mehr. Ein Job. Gut, dann gehe ich wieder. Hier kann ich genauso wenig leiden wie Silence. Ja. Wenigstens einmal die Teile herstellen davon. Bolzen, sehr schön. Ja, Ricky hat nichts, da haben wir befreit. Da gehen nur noch hier die Spion übrig. Ja, wobei Tuck hat auch noch was von für mich. Ja, dafür, dass wir uns für Copeland entschieden haben, ne? Hat der nichts für uns, ne? Dann gehen wir mal zu Tucker. Klar. Hier regnet. Nur mein Sprit ist fast leer. Hey, St. John, hörst du mich? Nein, ich höre dich nicht. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Nein, Skizzo, keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hatte. Ja, klar, was immer du sagst. Was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Leuchtet was? Nö. Gibt's doch keinen Auftrag. Ja. Hey, Tucker. Ah, hallo? Dick, es gibt ein Problem. Ja, Tuck, was gibt's? Alkai hat doch von Rippern erzählt, die zu uns unterwegs sind. Ich erinnere mich, er sagte, er hat nicht versucht, sie aufzuhalten. Tja, sie haben Hot Springs ausgekundschaftet. Ein paar Leute sind ihnen zu ihrem Camp gefolgt, hallo, den Felsen südlich der Twin Craters. Gottverdammte Ripper. Hey! Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Nein, nicht. Da ist noch ich arbeite hier schon. Eine Rechnung? Okay. Wovon redest du denn da? Schon gut. Lass dich nur nicht an. Liegst du denn da? Kannst froh sein, dass ich meine Waffe nicht ziehen kann. Sie magst du auch nicht, okay. Da fahren wir lieber hin. Durch den Tunnel fahren mag ich nicht. Die Alisea mag sie auch nicht. Lass mal mein Camp wieder anmachen. Aber Feuer. Okay, Fiana auch nicht. Ich bin hier, Skizzo, aber ich bin nicht dein Bruder. Ist mir echt scheißegal. Ich will doch nur deinem Bruder helfen. Diese Sache da, sagen wir mal, du solltest jetzt losfahren. Oh, du meinst die Grenze mit den Rippern? Sehr witzig, das meinte ich nicht. Ich wollte nur sagen, falls du überlegst, loszufahren, wie nennt ihr Drifter das noch gerne? Eine Tour machen? Jetzt die richtige Zeit. Verstanden? Ja, Skizzo, wie immer. Ich hab's verstanden. St. John Ende. Bin ich gerade einer geschossen? Fragezeichen? Was? Jemand, der Hilfe braucht? Da sitzt jemand fest. Ich muss helfen. Hilfe! Doch, da braucht jemand Hilfe. Oh Mann, der Typ hat ihr das Hirn gegen die Wand geschossen. Ich werde dich da raus. Bis
Willst du hier draußen sterben? Pass auf, da ist ein Camp. Wohin? Wohin? Ich gehe. Zu Iron Mike. Nochmal 1000 extra Punkte. Mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Danke. Vielen Dank. Ich dachte, ich gehe da drin drauf. Sag ihnen, es war die. Da drin? Meinst du nicht eher unter dem Kopf? Egal, wir haben ein Menschenleben gerettet. Das irgendwas stimmt nicht. Ja, ich muss Fieber haben. Ja. Okay. Alles klar. Alles klar. Ich hab so viel Power mittlerweile. Das Nibor. Ah, da oben ist das kleine Scheißerchen. Das Nibor ist död. Den haben wir ausgefeilt. Ich hau dich. Die Verirrten. War mutig, der hat sich getraut. Ich will seinen Namen nicht wissen. Oh, erwischt! Wisst euch nach Iron Butte oder wo ihr herkommt? Erledige ihn! Komm schon, du Scheißkerl, komm schon! Kumpel foltern. Los, Carlos, du Arschloch, huh? Alter! Gerade noch so ausgewichen. Leg mir am Arsch, Marie! Schon wieder Fragezeichen. Hier ist auch noch in das andere Bein. Oh. Das mit dem anderen Bein hat nicht so gut geklappt. Okay, das Fragezeichen war wohl zu weit weg. Oh. Tucker, bist du da? Mach dir keine Sorgen mehr über dieses Ripper-Camp. Ich hab's ausgelöscht. Jeden Einzelnen. Sehr gut. Klingt, als wäre es was Persönliches gewesen. Alkai sagt, es gibt Gerüchte, dass die Ripper hinter dem Bein... Ja, nichts sagen, aber das sieht so aus, als ob er überprüfen wollte, ob seine Fußnägel zu lang sind. Einfach, sie haben sich mit dem Falschen angelegt. Boah, ich doch. Jetzt.
So, das sollte Yoga werden. Aber wo tankst du eigentlich auf? Egal, wir wollen es nicht wissen. So, ins Ripper Camp. Ist keine andere irgendwie Auftrag für mich, so. Echt, ich habe schon alles abgekrast. Hier unten habe ich ja noch infiziertes Gebiet. Ach Mann! Cool. Weisen wir dahin mal wegen dem Sprit. Yeah. Mach ich erstmal da unten das. Die Nester weg haben. Dieser Möffling. Vielleicht hat ja Ricky jetzt was. Nee, kein Job. Brauchst du was? Ich suche noch ein paar Sachen. Satteltaschen wären schön. Oh Mann. Okay. Ciao. Ja, noch einige Pünktchen. Noch schnell Gebäude abgeben. Was gibt's denn? Echt? Keine Öhrchen gesammelt? Hey. Hey, wie geht's dir? Ja, noch? Gut. Ja. Yep. Danke, Blair. So. Nee, will ich nicht. Man könnte natürlich auch noch bei dem Nero vorbei und versuchen, aber nee, ist zu risky. Wo, wenn ich natürlich schleiche, etc. Wir fahren jetzt erstmal hier hin. Wie die Nester da. Vielleicht bin ich ja dann anschließend so lebensmüde und mach's doch. Moment, ich mach auf. Gegen die drei Rehe. Sieht komisch aus. Aber hey, warum nicht? Wir sind nicht gerade undankbar, dass wir das haben. Eigentlich, das liegt so dicht am Camp dran. Fragezeichen ist auch lustig. Hinter dem Camp, ey, da fahre ich doch gar nicht hin. Ja, wirklich ein hilfsbereiter Mensch, ne? Aber... Fragezeichen hinzufahren, was auf der anderen Seite liegt, ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Vorne ist wieder ein Fragezeichen. Und dann wollen wir mal hin. Fragezeichen wieder weg.
Stimmt, hier ist ja dieses blöde Schneegebiet. Ist ausgeholt. Das hatten wir auch noch nicht. Besonders bis du da bist, ist es weg. Ja, das finde ich ein bisschen komisch. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Wie ist das da? Renn mit, Arschloch! Da! Hey, kein Körperkontakt, bitte! Aber gebraucht abzukratzen. So. Hey, ich hinterlasse sogar Schneespuren. Ein Herzchen. Hey, da vorne ist es wieder blau. Ja, Fragezeichen. Und schwupps ist es wieder weg. Soll man denn da helfen? Hat da jemand gerade eine Taschenlampe? Spiel ist gerade abgekackt. What the fuck? Oh, ey. Da. Jetzt nochmal. Schon wieder? An derselben Stelle? Letzter Versuch.